herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Skyrim mit Mods. Ja, wir sind nach wie vor in der Snowbind Bastion, in dem wunderschönen Dungeon, der mir vorgeschlagen wurde. Und ja, wir sind jetzt schon über verschiedenste Ebenen hier gewesen und gehen jetzt einfach da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Na, kommen wir hier gleich rein. Zack. Also ich höre schon eine ganze Gruppe quatschen. Okay, Dietrich Gold, immer her damit. Ne, wir haben gesagt, Bücher nehmen wir keinen mehr mit. Obwohl, der hat Wert 50, also ja, den sollte ich schon mitnehmen. Nehmen wir unser bewährtes Mittel, ne? Zack. Das heißt, wir müssen es, glaube ich, links machen. Und rechts kommt dann das Schild. Ne, wir haben das. Okay. Ja, alles gut. So. Jetzt kannst du dich ein bisschen abmühen. So, der eine ist schon umgefallen und der zweite fällt gerade. Perfekt. So. Genau so soll das aussehen. So, nee. Ja. Nö. Ja, ja. Jep. Jep. Nö. Okay. Viele Wege führen nach Rom. Gucken wir erstmal die Sachen, die hier eindeutig sind, wo man nicht weiterkommt. Bearbeitete Ausgabe, Lieder von Himmelsrand. Hm. Schuppenhornrüstung, Rüstungswert. Gewicht 6, oh, das ist nicht schlecht. Preis-Leistung, das stimmt hier. Keine Ahnung. Da geht es aber weiter hoch. Wir haben jetzt ja schon gefühlt 10 Abzweigungen sozusagen, wo wir nochmal hin müssen. Das ist gut, nehmen wir mit. Ich entscheide mich jetzt erstmal hierfür. Was auch gut war, das ist die Sackgasse. Perfekt. Ja gut, die Flöte können wir mitnehmen, der Rest ist wertlos. Oder so gut wie wertlos. So. Schlimm ist, wir haben wie gesagt noch 1000 kleine Sachen vertrieben. Mhm. Wir brauchen anscheinend einen Mechanismus zum Öffnen. Schauen wir uns mal um, was in der Nähe ist. Da. Frag mich bitte nicht, wo wir sind. Ich habe gerade echt keine Orientierung mehr. Aber hier war ich bestimmt noch nicht. Oder ich habe es übersehen. Moment, Moment, Moment. Nee. Nee, klingelt nicht bei mir, wo wir sind. Skiver mit einem Fall in der Ecke, sagt mir auch nichts. So geil das Dungeon ist, aber man dreht sich ja so oft um und da kommt man irgendwann doch durcheinander. Ich meine, früher oder später kommt man irgendwo raus, ne? Also das ist ganz klar. So, da ist mir rausgekommen. Die patrouilliert. Sehen wie weit. Ich
Komm, die versuchen wir uns mal zu holen. Das war knapp, aber hat gereicht. Okay. Die sah auch nebenbei relativ gut ausgerüstet aus. Ja. Kann man sagen. Ich hoffe, ich kann euch das komplette dann nicht zeigen. Ich habe echt die Befürchtung, dass... Jetzt gehört ihr mir. Gar nicht wahr. Halte ich für ein Gerücht. Theoretisch trifft die sowieso, ne? Oh, das trifft auch mich, oder hat die? Okay, sie hat... Ich hab einen echt ordentlichen Bums drauf, die Hude. Tatsächlich hole ich mir jetzt mal kurz einen Healing Plus an. Oh. Elfenpfeil. Mhm. Sieht doch aus wie ein Elf. Cool gemacht. Ja, die Gegner werden gerade ein bisschen anspruchsvoller, wie ihr merkt. Aber hoch, runter, hoch, runter. Ich kann nicht sagen, welchen Superlevel ich gerade bin. Ich weiß, hier war ich noch nicht. Hi, das sind nämlich Gegner. Hi. Du bist ausgeglichen. Ach, der wäre so ein ewiger Leister. Ah, der hat noch Freunde dort. Okay. Macht schon irgendwie Spaß, auch wenn es sehr, sehr fies ist. So, Nekroplage. Hier würde kurz auf den Weg. Ja, du darfst ja. Du kannst mir schon zuhauen. Was? Ach, das ist der da hinten, der noch fit ist. Zack, 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 zack. Kerzenschein bitte ran. Ich frage Fragen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Nee, das nicht, aber bist du verbuggt? Okay, der ist tot offiziell. Hier lebt angeblich noch jemand. Ja, werden wir gleich sehen. So. Meins, meins, meins. So, meins, 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 auch meins. Du irritierst mich wirklich. So, meins, 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 meins. Ne? So, geht doch. Wollte gerade sagen. Da läuft sie lang. Er? Kann ich wie die Frau gerade? Ach, sowohl als auch, okay. Was war das? So, wo ist der Kerl? Da. Kein Bastard. Ja,
Warte mal, hier schießt noch jemand auf uns. Dahin. So, die hat sich auch hingelegt, ganz brav. Ihr habt ein großes Versteck, Freunde. Also Chapeau an den Dungeon-Bastler, der hat sich echt viel Zeit genommen. Wie gesagt, meine größte Sorge ist, dass ich wahrscheinlich mich nicht an alles erinnern werde. Da ist ein Buch, was ich noch nicht kenne. Okay. Und ich deswegen noch alles irgendwie ein bisschen abgehen muss. Aber gut. Meiner mangelnden Orientierung kann ich niemandem vorwerfen. Das ist ja wohl meins. Total toll. Draußen läuft gerade jemand vorbei, der genau dieselbe Stimme hat wie die Banditinnen hier. War deswegen gerade kurz verwundert. Aber alles gut. So. Meins, meins. Meins, meins, ne Menschen. Aber ernsthaft, das ist ja Wahnsinn, wie groß verwochen und verlaufen das Dungeon ist. Gut, da kommen wir dann. Man kommt eigentlich einfach da runter. Ich könnte jetzt auch runterspringen mit meinem Zauber. Versuche ich gleich mal. Ach ja, ich müsste aussehen, aber ist eigentlich niedrig genug. Wir sollten auch so problemlos hinkommen. Wie gesagt, das Thema mit Orientierung ist jetzt sowieso bei mir vorbei. Wow, wie viel Skummer hier liegt. Oh, eigentlich wollte ich die Laterne gar nicht. Na gut, jetzt haben wir sie. Bleibt's auch da. So. Hatte ich nicht vor uns im Buch gesehen? Das war auf einer der anderen Ebenen oder was? Ins Tief oder so? Das ist so lila. Vielleicht ist das gar nicht besonders gewesen, sondern es sah nur für mich so aus. So, Vorsicht, nicht die Laterne. Schon wieder die Laterne. Okay, da muss ich jetzt noch kurz die Laterne rausschmeißen. So, zack, zack. Die sind dann doch ein bisschen zu viel. Okay. Also entweder habe ich mich krass verguckt. Die kann ich aber nicht. Moment, hier fehlt doch noch was. Hier war doch auch irgendwo einer mit der Käfig baumelte. Da, doch, der ist hier. Hier komme ich gar nicht ran. Da war doch aber auch irgendwo ein Buch in der Sichtweite, oder? Wenn man runtergeguckt hat. Muss ich kurz mal checken. Kleinen Moment bitte. Da unten, wenn man noch tiefer geht, okay. So. Hier irgendwo hoch. Jetzt machen wir es mal hell. Tja, irgendwas habe ich das schon. Das Zauberschwert beschworene Schwert. Zauberbuch beschworene Schwert. Oh, da ist jemand. Sieht aber auch buggy aus, der Kollege. Hier scheint nichts Besonderes. Hi, bist du Buggy? Nö, bist du nicht. Siehst du aus. Ja, du darfst ja ein bisschen mit meinem Schild spielen. Na, blocken. Wir sind verloren. Richtig. Das war's nämlich für dich. Huch, hab ich nicht richtig geklickt? So. So, Dolch, Gold. Ja, die Rüstung ist okay, auch okay, sehr gut. So.
Also Kerzenschein muss ich gefühlt alle 5 Minuten machen. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Irgendwann kommen wir irgendwo raus, wo ich schon mal war, und dann sagen wir, ah, okay. Jetzt haben wir endlich einen Weg gefunden. Vielleicht gibt es dann auch irgendwo eine Abkürzung. Ist ja manchmal in Dungeons eingebaut. Huch, nee, jetzt war es aber nicht. Weiter drüben kommen wir nicht raus. Darin ist er nicht so gut. So, wenn wir jetzt wieder hier hochgehen, geht es ja dann so bei dem Wasserfall im Prinzip weiter. Dum, 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 dum. So. Wollen wir schon mal präventiv? Leuchtpilze. Nam, nam, nam. So. Das war nicht schlecht vom Geldwert her. Und Skiver. Ja, kommt. Das ist ein Skiver. Die sind sogar am Anfang nicht schwer. Keine Ahnung, die überhaupt nicht mehr mitlöffeln. Die fühlen sich immer schwach an. Das sieht aus. Ich glaube, wir haben das erste Mal jetzt eine richtige Sackgasse gefunden. Das sieht nämlich auch nicht aus wie so ein typisches Tor, was man aufmachen könnte oder so. Okay. Gut. Dann heißt es jetzt kurz orientieren und überlegen, wo ging es weiter oder wo waren wir noch nicht? Der ist in seiner Animation ja verpackt, der Kumpel. So. Ist immer nicht ganz einfach. Ich glaube, ich bin gerade im Kreis gerannt. Ja, hier waren wir auf jeden Fall, da erinnere ich mich dran. So, wir kamen von so einer, von der Öffnung oder so kamen wir. Gehen wir einfach mal hier hoch. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir hier schon waren. Ah! Ah! Das ist der Anfang. Stopp, dann haben wir jetzt einen Kreis gefunden. So, wie gesagt, ich muss kurz mal orientieren. Wenn wir von hier reinkamen. Da. Hier hätte man runtergehen können, genau. Jetzt schauen wir kurz auf die Karte. Genau, da ist noch was. Das haben wir komplett. Da ist auch noch was. Das ist jetzt natürlich so eine 2D-Karte, sage ich mal. Ne? Für ein 3D-Objekt schwer mal abzuschätzen. Wo man noch nicht war. Hier habe ich aber so das Gefühl, dass wir hier waren. Aber hier geht es gerade noch nach rechts. Stimmt. Ich erinnere mich, hier war ein Riegel, genau. Ja. Ja, alles gut. So. Okay. Ja, die Spinnen haben sich da im Weg durchgebissen wahrscheinlich. Oder durchgeätzt, was auch immer Spinnen machen. Das ist okay, das ist okay. Hängt ja mal so ein bisschen von den Fantasy-Vorstellungen ab. Weil mit dem Frostbissgift werden sie wohl kaum ein Loch reingekriegt haben. Haben sie auch schon einen Banditen erwischt. So, den haben wir ganz professionell jetzt ausgenommen. Buch mal ein bisschen Licht, bitte. So, dann schauen wir mal. Ist ja quasi ein ganzer Abschnitt, der fehlt.
Ach, ist noch nur Spinnen. Naja, wer weiß, was noch kommt. Ist das ein Erz? Sieht cool aus. Weiß nicht genau, was das ist, aber sieht cool aus. Da, da steht einer. Entschuldigung. Und da ist er dahingeschieden. So, okay. Ah, das sind solche. Kriegt man die wirklich mit Feuer kaputt? Nee, ich kann auch das nehmen, alles klar. Dauert natürlich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das auch noch einen kaputt machen muss. Anscheinend ja. So. Okay. Dann hauen wir da jetzt drauf. Scheint Noxus Darkstalk. Okay, irgendwelche modbasierten krassen Spiele wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser einen. Der da scheint. Oh Scheiße, und das zurecht. Hier müssen wir ein bisschen strategisch vorgehen. Erstmal schauen wir mal, ob wir eine Chance haben, sie zu lehnen. Wenn sie dann doch zu uns kommt. So. Das wäre das eine. Das zweite, wir brauchen einen Zaidstone. Dann kann sie gegen ihre eigenen kämpfen. Dann holen wir noch unsere Duplikate raus, wenn ich sie finde. Da, Evil Twin. Und dann gucken wir mal. So, da haben sie ein bisschen zu tun. Die unten anscheinend kriegen nicht wirklich was ab. Aber läuft. Ich denke, das läuft. Ja, ja, mach ruhig. Dann kommt einer wenigstens zum Zug. So, und die da unten? Hängt da irgendwie ein bisschen fest anscheinend. Aber das ist kein Problem, davon können wir sie erlösen. Ich muss nur überlegen, wo ich es finde. In der Richtung behauptet anscheinend mal nicht. Da, Horrorting. Ja, ja. Zack. So, jetzt heißt es ganz brav geduldig warten. Hauen wir nochmal einen hinterher, sicherheitshalber. Und, oh, geht doch. Also noch kleine Scheißers. So, ist er zufrieden? Gut. Ist das eigentlich jetzt so eine Wand wieder? Ne, das ist anscheinend nur Deko. Okay, oder? Das ist an zwei, sieht komisch aus. Ne, ist eine Wand dahinter, alles gut. So. Ja, die Spinnen haben meist nichts so Wertvolles. Rostbissgift ist vor allem am Anfang eine gute Einnahmequelle, muss man sagen. Es ist natürlich für den jetzigen Spielstadium, den wir zu finden, eher wertlos, ja, aber man muss ja auch mal daran denken, wir haben alle mal angefangen, alles war mal klein. Kommen wir irgendwie schon hoch, wenn man wieder unten ist? Da. Ich hätte jetzt nämlich keinen Bock gehabt, hier irgendwo festzuhängen.
So, zack. Okay. Ja, jetzt ein bisschen übersteuert sozusagen. Ist das echt? Nee. Mumifizierte Leiche, ein bisschen Gold drin. Oh, ein Amethyst, das ist auch mal ganz nett. Und der ist auch noch was drin, noch ein Gift, okay. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ha. Ich bin überhaupt kein Spinnenfan, ne? Seht ihr manchmal, wenn Spinne aufmacht, da kommen welche raus, aber das ist mit so einem geilen Flechtenzauber hier sehr schnell erledigt. Habt ihr ja gesehen. So. Das sieht aus wieder wie eine Barriere. Ja, ist es auch. Barriere oder Deko? Deko. Na, das lassen wir mal sein. Wenn wir die Gelegenheit haben, bei so einem großen Vieh. So. Hätten wir den Zauber jetzt einfach zu lange gedauert? Ach du Hand. Ach so, nee, das ist der Blick von oben bloß. Na, okay. Mhm. Das ist okay. So. Wir wollten aber eigentlich jetzt unseren Kerzenschein noch wieder haben gleich. Weil er hört auch gleich wieder auf. Das sind wir den Spinnenhöhlenbereich ja hier durch anscheinend. Ich mache noch einen kurzen Blick auf die Karte. Wow. Krasse Rolle. Karte. Yep. Jetzt noch ein Bereich, den wir nicht gesehen haben. Nee, sieht alles ziemlich vollständig aus. Wunderbar. Ja, dann sind wir hier bei dem Ding durch. Ich mache noch kurz zum Ausgang zurück und dann wird es das für heute auch schon gewesen sein. Aber super, dann hat man das in der Zeit ja auch durchgekriegt. Ich muss noch kurz mal ein bisschen mir das Leben vereinfachen mit Drop Zone. Spart mir den Weg. Zack. So, ich muss jetzt nur kurz orientieren, von wo kam ich denn? Ich hänge an irgendwas. Da. So, wie gesagt, ich bin jetzt hier rein psychologisch verloren. Woher ich kam oder auch nicht. So. Ihr merkt, ich bin ein wenig lost. Kann eigentlich nicht so weit sein. So, hier ist die Speisekammer, ja genau. Dann muss man hier lang. Dann dürfte man auch bald rauskommen. Genau, hier sind die Zellen. Wunderbar. Okay, also, war ein ziemlich cooles und relativ großes Dungeon sogar. Danke für den Tipp. Und ja, nächstes Mal machen wir da weiter, wo wir vorher waren, bevor wir diesen kleinen Ort hier empfohlen bekommen haben. Und da machen wir dann weiter bei Tollwalds Höhle, wo wir vorher gewesen waren. Machen wir da jetzt einfach weiter beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich Dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gegner mit euch sein. Tschüss!